Shelly, was ist denn da los? Also ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, meine Augen sehen nach der langen Zeit eher so aus und nicht so. Yo, Pocket Army, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ich habe ganz sicherlich eine 1 in Musik, yeah. Taktgefühl Isa, was ein schönes Intro, Leute. Und ja, Leute, heute geht's mal um unnützes Wissen in Brawl Stars, Fakten, die einfach kein Mensch braucht, aber irgendwie muss ich ja Klicks machen. Und ich würde sagen, viel Spaß, let's go. Brawl Stars wurde am 12.12.2018 endlich global veröffentlicht und war damit über 500 Tage in der Beta. Also Leute, da stellt man sich schon die Frage. Warum ist der Typ nicht weiß? Das ist rassistisch! Fand das irgendwer witzig? Also, ich schon. Also auf jeden Fall, Leute, da denkt man sich halt schon so, Sebastian, was war jetzt da eure Mission? Aber egal, Leute, es ist ja jetzt draußen. Und damals hat man Brawl Stars tatsächlich hochkant gespielt. Wissen wahrscheinlich schon viele von euch, aber ein paar, die vielleicht neu dazugekommen sind, eben noch nicht. Und Brawl Stars hat man früher einfach nicht so wie heute Querformat, sondern im Hochformat gespielt. Finde ich auch crazy, also so wie Subway-Server. Kann ich mir echt so gar nicht vorstellen. Was ich mir aber schon mehr vorstellen kann, ist, dass Brawl Stars früher ein Western-Thema bekommen sollte. Das haben wir sogar noch so ein bisschen mit Solo-Showdown und so. Also da sind schon Anteile von Western da. Aber eben ursprünglich sollte Brawl Stars eben ein reines Western-Thema haben. Finde ich aber eigentlich auch ganz gut, dass wir jetzt kein reines Western-Thema haben. Weil sonst würde es jetzt auch keine Biene zum Beispiel geben, weil wo gab es denn Bienen im Westen und so weiter. Also da hat man dann schon mehr Freiheiten und auf Langzeit gesehen gibt es halt einfach mehr Ideen, die man im Spiel veröffentlichen kann. Aber wie bereits gesagt, gibt es ja noch viele Sachen von den Indianern in Brawl Stars, wie zum Beispiel auch Nita. Jetzt denkt ihr euch so, hä, was hat denn jetzt ein Bär mit Indianern und Western zu tun? Ganz einfach, die Indianer haben nämlich früher immer Bären Nita genannt und Nita ist ja ein Bärenbrawler. Finde ich auf jeden Fall auch ganz funny, dass Supercell da seine Ideen so ein bisschen hergeholt hat. Was ich auch funny finde, ist, dass Pam und Penny die einzigen beiden Brawler sind, die es schon zu Beta-Zeiten gab und die noch keinen Remodel bekommen haben. Und wenn man jetzt Pam mal so anschaut, dann sieht man schon so ein bisschen, dass sie im Vergleich zu anderen Brawler vielleicht ein bisschen weniger Details hat. Also ich bin schon mal der Meinung, dass Pam mal ein Upgrade vertragen könnte. Wer zwar kein Upgrade, aber eine Stimme vertragen könnte, das wären Spike und Daryl, wie die meisten von euch sicherlich schon wissen, sind es nämlich die einzigen beiden Brawler, die noch keine Stimme im Game haben. Was viele aber nicht wissen, ist, dass Spike sogar schon mal eine Stimme hatte. Gönnt euch! Das war jetzt zwar nur im alten Brawl Stars Trailer, aber trotzdem war die Stimme ja eigentlich fertig. Man hätte eigentlich nur noch 2-3 Sprüche erfinden müssen und die einfach drauf sprechen müssen, aber okay. Aber ich denke trotzdem, dass Daryl und Spike spätestens in dem nächsten Jahr irgendwann mal eine Stimme bekommen sollten. Poco Star Power sollte früher Sweng Song heißen und nicht Dark Harpo, also damals gab es ja nur eine Star Power. Und auf jeden Fall war die Funktion noch ein bisschen anders. Heute kann man ja damit Teammates heilen und früher hat man damit Teammates geheilt, wenn man gestorben ist und nicht immer auf sie geschossen hat. Vor nicht mal allzu langer Zeit konnte grünes Gras noch nachwachsen. Finde ich irgendwie crazy, wenn ich es heutzutage so sehe. Aber irgendwie finde ich die Idee auch gar nicht so schlecht. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn sich jetzt die Map jede Minute so ein bisschen regeneriert. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn das wieder drin wäre. Juwelenjagd aka Gem Grab hieß nicht immer Gem Grab, sondern früher Smash and Grab. Was so viel bedeutet wie schlagen und nehmen, also man kämpft um die Edelsteine und nimmt sich die. Heutzutage heißt Gem Grab eben Edelsteine klauen, Edelsteine nehmen, aber wenn ich ehrlich bin, finde ich Smash and Grab eigentlich cooler. Und zu guter Letzt sind Crow, Bee, Piper, Bibi, Pam, Penny, Sandy, Mortis und Jessie die einzigen Brawler mit Augen, die blinzeln. Und alle anderen Brawler, die stehen da so in der Lobby und reißen ihre Augen auf und blinzeln nicht. Also Shelly, was ist denn da los? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, meine Augen sehen eher so aus und nicht so. Aber okay, das war's dann mit diesem wunderschönen Video. Und ich würde sagen, gleich ein wunderschöner, neuer, uninteressanter Fakt, den niemanden juckt, aber trotzdem noch interessanter als Matheformeln sind. Damit würde ich mich wie immer über Like, Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao!